bin außerordentlich dankbar für die immense Unterstützung, die dieser Kanal von euch erfahren hat. Durch euer engagiertes Mitwirken wurde der YouTube-Algorithmus in Bewegung gesetzt. Eure Kommentare, Likes und vor allem Abonnements haben dazu beigetragen, dass mein bescheidener Kanal große Fortschritte gemacht hat. Für all das möchte ich mich nochmals herzlich bedanken. Nun wünsche ich euch viel Vergnügen bei Episode 7. General, Sie und Oberon haben den Stein ins Rollen gebracht. Sie beide sind schuld an der ganzen Misere. Ich bitte Sie. Jetzt rede ich. Sie hätten das Syndikat mit einbeziehen sollen. Sie wussten, dass wir den Verdacht hatten, dass Finfin mit dem Syndikat zusammenarbeitet. Wir sind jetzt Vertriebene und das nur wegen Ihnen und Oberon. Sina, Sie werden hysterisch. Sie haben nur die halbe Information und maßen sich an, über uns zu urteilen. Glauben selber, mit Ihrem Angriff auf General Ross machen Sie es besser. Ach. Jetzt sind Sie auch noch auf deren Seite. Gerade von Ihnen hätte ich eine diplomatische Lösung erwartet. Bitte, Sina, beruhigen Sie sich. Wie kann ich mich beruhigen, wenn ich in den Nachrichten sehe, dass das Syndikat alle Städte übernommen hat? Sie haben da überhaupt keinen Plan, wie es weitergehen soll. Aber ich habe einen Plan. Wie ich soeben Oberon mitgeteilt habe, sind wir dabei, ein unbewohntes Wüstengebiet für die Errichtung einer syndikatfreien Stadt zu finden und auszuwählen. Und Sie glauben, das hält? Das Syndikat wird sich auch diese Stadt einverleiben und so wird das immer weitergehen. Wir müssen das Syndikat bekämpfen, die Verantwortlichen müssen zur Strecke gebracht werden. Gewalt ist keine Lösung. Die Stadt, die wir planen, ist nach unseren Maßstäben das modernste, was wir kennen. Eine Übernahme durch das Syndikat halte ich für ausgeschlossen. Die Stadt wird durch einen Schutzschild der neuesten Technologie geschützt. Nur Stadtbewohner haben den Zugang. Stadtbewohner aus den unterirdischen Städten, die sich entscheiden sollten, in der neuen Stadt wohnen zu wollen, werden eingehend geprüft. Sina, lassen Sie uns doch in Ruhe darüber reden, ich bitte Sie. Wir brauchen Waffen. Wir müssen das Syndikat zurückschlagen. Sie werden alles von uns bekommen, aber keine Waffen. Dann sind wir Ihre Gefangenen, oder wie darf ich das verstehen? Ich erkläre es Ihnen. Das, was Sie unter Waffen verstehen, macht mir keine Sorgen. Das, was wir unter Waffen verstehen in Ihren Händen, macht mir große Sorgen. Deswegen, nein. Ich möchte mich für Sina und ihr Benehmen entschuldigen. Ich hoffe, Sie nehmen die Entschuldigung an. Ich bitte Sie ebenfalls um Entschuldigung. Danke. Ich für meinen Teil nehme die Entschuldigung an. Ich nehme an, Mrs. Dawes hat ein generelles Problem mit männlicher Führung. Dem kann abgeholfen werden. Das hier ist Verena. Verena ist eine KI. Sie wird die Verhandlungen führen. Ich hoffe, Mrs. Dawes, dass dies ihre Zustimmung findet. Eine KI von Ihnen programmiert? So etwas gibt es nur auf Ihrem Planeten. Bei uns hingegen wird eine KI aus der Summe von mehreren KI erzeugt. Sie birgt das Wissen aller ihrer vorgegangenen Generationen in sich. Ich bin ein denkendes und fühlendes Wesen. Kein Taschenrechner, wie man es bei Ihnen gerne abwertend äußert. Also, kann ich mich mit Ihnen auf einer vernünftigen Ebene unterhalten? Oder schreien Sie nur hysterisch Ihre Wut heraus? Lassen Sie uns ein paar Schritte gehen. Ich hoffe, Verena dringt bei ihr durch. Sie sind ein sehr kluger Anführer. Sie wissen, wann es Zeit ist, einer anderen Person die Verhandlungen zu überlassen. Als Sie vor einem Jahr von einer neuen Stadt sprachen, konnte ich mir nicht vorstellen, wie es möglich sein sollte, dies in so kurzer Zeit zu realisieren. Vor allem war es für mich unglaublich zu hören, was Sie über das Syndikat gesagt haben. Das Syndikat hatte uns gefühlt seit Ewigkeiten unter Kontrolle gehalten. Ich sagte damals, dass es für das Syndikat von entscheidender Bedeutung ist, nicht mehr diejenigen zu sein, die über technologischen Fortschritt bestimmen. Das Syndikat wird den Anschluss verlieren und die Menschen werden sich vom Syndikat abwenden, wenn es nicht mehr über den technischen Fortschritt entscheidet. Ja, das sagten Sie. Bisher hat jedoch noch niemand sein Versprechen gehalten, der behauptet hat, es zu tun. Aber bis jetzt hatte niemand die Unterstützung wie Verena. Auch in diesem Fall habe ich mich geirrt. Das kann uns allen passieren, dass man sich in einer Sache täuscht.
General Ross, ich freue mich, dass Sie und Ihre Crew sich in so kurzer Zeit das nötige Wissen angeeignet haben, um eine Fregatte fliegen zu können. Sobald Sie mit der Fregatte den Orbit verlassen haben, werden wir unsere Tarnung aufgeben. Wird man Sie dann auch auf dem Planeten sehen können? Ja, das wird man. Ich gehe davon aus, dass sich dann auch die Letzten, die zum Syndikat halten, vom Syndikat abwenden werden. Ich hoffe es, Admiral. Wenn wir diese Geisel endlich los sind, können wir nach vorne schauen. So sehe ich das auch, General. Wir sehen uns in Hangar 2 auf der Sirius. Ich weiß es nicht, wie groß dieses Schiff ist. General, das ist nur eines der 4 Generationen Raumschiffe. Ich bin gespannt, wie die Bevölkerung auf der Erde darauf reagiert. Sonden melden, dass ein Soxas Mutterschiff den Nebel in Richtung Erde verlassen hat.